herzlich willkommen zur sechsten Lektion. Heute geht es ein bisschen mehr um Quantität im Lernen neuer Angriffe. Die sind an sich nicht so schwer. Und zwar, wir kennen ja jetzt schon unsere Fendenti, also die Schläge von oben, sowohl von rechts als auch von links, also Dritto Fendente und Roverso Fendente. Wir haben von unten Schläge gelernt, das sind unsere Falzi, also Falzo Dritto und Falzo Manco. Und heute soll es um ganz viele andere Winkel gehen, aber all diese Schläge werden mit der wahren Schneide geführt, also die Schneide, die in einer auf der Seite ist, wo unsere Fingerknöchel sind. So, und wenn wir jetzt von oben schlagen können, mehr oder weniger direkt von oben, dann können wir natürlich auch schräg von oben schlagen. Das sind die Squalimbri oder ein Squalimbro bei Giovanni Dalla Rocchia. Ihr findet diese Schläge auch in anderen Bologneser Manualen als Squalimbrato. Ich bleibe jetzt einfach erstmal hier bei der Bezeichnung von Giovanni Dalla Rocchia. Und dann gibt es natürlich den Mandritto Squalimbro und den Roverso Squalimbro. Also der Schlag von schräg oben von rechts und der Schlag von schräg oben von links. So, es geht direkt weiter. Wir können natürlich auch horizontal schlagen, egal ob der Schlag jetzt oben, mittig oder vielleicht sogar tief ist. Es sind immer Tondi oder ein Tondo. Also der horizontale Schlag ein Tondo, von links der Roverso Tondo und von rechts der Mandritto Tondo. Okay, also Squalimbri und Tondi. Und von unten können wir natürlich auch schlagen. Wie gesagt, mit der falschen Schneide. Das waren unsere ganz typischen Falze, die wir schon kennengelernt haben. Und führen wir diese Schläge aber mit der wahren Schneide, ja, dann führen wir Ridoppio aus. Oder ein Ridoppio. Und auch hier wieder Roverso Ridoppio von links und Mandritto Ridoppio von rechts. Also das sind unsere 9 Schläge. Wir haben Squalimbri, Tondi und Ridoppio, jeweils von der Mandritto oder der Reverso-Seite. Und jetzt sind natürlich auf diese Position, auf diese Schläge ein paar Positionen relativ wahrscheinlich, denn wir können ja jeden Schlag grundsätzlich wieder als Colpo Intero schlagen, also komplett durchziehen, oder als Mezzo Colpo, sodass der Ort den Gegner am Ende bedroht. Ich meine, okay, bei den Squalimbri, da ist das relativ klar. Wir landen genauso wieder in den Stretta-Positionen oder in den Lager-Positionen, genau wie eben. Bei den Tondi landen wir vielleicht in Guardia di Faccia und Guardia d'Entrare oder vielleicht in Guardia di Sopra il Braccio und Guardia Alta. Interessanter ist es vielleicht aber bei den Ridoppio, und zwar gerade bei dem Roverso Ridoppio. Da landen wir in einer Position, okay, also wenn wir durchziehen, landen wir natürlich wieder in Guardia Alta, aber wenn wir ihn als Mezzo Colpo schlagen, dann landen wir in einer Position, die wir bisher noch nicht hatten. Und das ist Guardia Dalli Corno, die Position oder die Hut des Einhorns. Und die kennzeichnet sich dadurch, dass der Arm auf jeden Fall auch gestreckt ist. Die Handfläche zeigt zu meiner Außenseite, also das Schwert ist komplett gedreht. Ne? Die wahre Schneide zeigt nach oben. Und der Ort ist etwas tiefer als der Griff des Schwertes und zeigt entweder auf das Gesicht des Gegners oder vielleicht die Brust, so beschreibt es Giovanni Dalla Rocchia. Und da es ja im Prinzip eine Position auf unserer rechten Seite ist, würde ich euch auch empfehlen, hier wieder den rechten Fuß etwas einzudrehen und die rechte Hüfte etwas zurückzuziehen, um hier den nächsten Angriff wieder etwas Kraft zu geben. Und der wahrscheinlichste Angriff aus dieser Position ist ein Stich. Wir haben, genau wie aus den Stretta-Positionen hier unten, konnten wir Stoccati, also Stiche von unten ausführen. Aus dieser Position oben aus Guardia Dalli Corno bietet sich ein Stich von oben an. Und das ist ein Imbroccata. Also Stiche von unten ist ein Stoccata oder mehrere Stoccati.
Stiche von oben, Imbrocati oder ein Imbrocata. So, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ne? Das war nach einem Reverso Ridocchio, folgt vielleicht ein Imbrocata. Wie sieht es aus bei einem Mandrito Ridocchio? Ja, ihr werdet merken, dass es gar nicht so leicht ist, diese Hand hier so weit einzudrehen und dann hier noch eine sehr stabile Position zu haben. Das, die wahrscheinlichste Endposition, in der wir hier wieder landen, ist eine kleine Abwandlung von Guardia di Faccia. Und natürlich können wir auch aus dieser Position direkt stechen. Und diesmal wird es ja ein Stich von unserer eigenen linken Seite sein. Nicht direkt von unten, sondern wenn wir schon in dieser Position sind und jetzt stechen und das Schwert wieder zur Mitte führen, dann kommt er nicht von unten, er kommt nicht wirklich von oben, sondern er kommt einfach von links und das ist ein Punta Reversa. Also Punta, der Stich oder eigentlich die Spitze des Schwertes und Reversa, naja klar, weil es wieder von unserer Reverso-Seite kommt. Also alles einmal zusammen. Wir kennen ja schon unsere Fendenti, unsere Falzi und wir kennen unsere Tramazzoni. Dazu kommt in dieser Woche der Squalimbro, Mandrito und Reverso. Tondo, horizontaler Schlag, auch wieder Mandrito und Reverso. Und ein Ridocchio, Mandrito Ridocchio und Reverso Ridocchio. All diese Schläge können wir voll oder halb ausführen. Und wenn wir gerade mit den halb ausführen, landen wir hier bei den Ridocchi in einer neuen Position. Und zwar nach dem Reverso Ridocchio landen wir in Guardia dal Corno, die Position des Einhorns. Und hier bietet sich ein Stich von oben an. Und diese Stiche nennen wir Imbroccata. Wenn wir dagegen von rechts unten nach links oben schlagen, landen wir wieder in Guardia di Faccia. Und wenn wir von hier aus stechen, dann kommt der Stich im Prinzip von unserer Reverso-Seite, ist also ein Punta Reversa. Okay? Das ist schon eigentlich, sind die Aktionen relativ einfach, aber es sind eine ganze Menge Namen. Das heißt, es ergeben sich auch eine ganze Menge Übungen und ich freue mich, euch gleich wieder dazu begrüßen zu dürfen. So, herzlich willkommen zurück zur Übung. Wir machen drei Einzelübungen und jede dieser Einzelübungen könnt ihr für den interaktiven Drill am Ende anwenden. Das erste ist erstmal, wir haben ja eigentlich eine ganze Menge Schläge, aber beispielsweise, wenn ihr schon ein Fendente schlagen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Squalimbro schlagen. Und in dem zu üben, würde ich einfach nochmal den Schleifenschlagdrill vorschlagen. Ja, wir kennen es, ein Falso Dritto gefolgt von einem Mandrito. Und ein Falso Manco gefolgt von einem Reverso. Und das ist wahrscheinlich einer der Drills, den ihr am häufigsten in eurer fechterischen Karriere begegnen werdet. Und was ich euch da eigentlich nur mit sagen möchte, ist, versucht ihn öfter auch mal zu variieren. Sowohl was eure Hand macht, ne, ihr könnt ja eure Hand die ganze Zeit unten lassen, in den Stretta-Position, möglichst kein Tempo geben, aber kleinere Schläge machen. Ihr könnt mehr ausholen. Ihr könnt ganze Schläge machen und vor allem, ihr könnt mit der Fußarbeit so viel variieren. Ne? Ihr könnt das mit halben Schritten machen. Wir haben das mit ganzen Schritten schon gemacht. Ne? Und macht das mit ganzen Schritten sowohl gleichgerichtet, also rechter Fuß ist vorne, Schlag kommt von rechts, linker Fuß ist vorne, Schlag kommt von links, aber auch entgegengesetzt, ne? Um hier in die Chinghiara Porta, die Ferrostretta zu kommen und Coda Longa Stretta. Und versucht das beliebig hin und her zu variieren, sodass ihr da locker in den Füßen und auch in den Händen und im Körper werdet. Okay, und für den Drill nachher, das werden wirklich ein Reverso Mandrito Drill sein, wehrt ihr einfach ab mit einem Squalimbro und dann könnt ihr beispielsweise gegenstechen oder mit einem Falso gegen angreifen, wie ihr möchtet. Zweiter Drill, Tondo. Und zwar, wir wehren auch erstmal am Anfang wieder ab. Ja, ihr wehrt ab, entweder mit einem Mandrito Squalimbro oder mit einem Reverso Squalimbro. Aber jetzt ist der zweite Schlag nicht mehr wie in Übung 3 ein weiterer Fendente, ja, der euch wieder in die Stretta-Position bringt und dann geht ihr hier raus. Das war Übung 3. Sondern es ist ja eigentlich sinnvoll, wenn das Schwert hier ist und wir verlassen,
dann ist es eigentlich besser, die Handchen nicht mehr unten zu haben. Ne? Wir geben ja Reichweite auf. Ja, wir gehen hier quasi diesen Umweg. Mehr Reichweite hätten wir hier. Sondern vielleicht, wenn wir hier schon abgewehrt haben und jetzt eh das Schwert hier lassen, hier auch die maximale Reichweite auszunutzen. Also jetzt hier ein Tondo zu schlagen und dann zurückzuweichen und uns dabei Sicherheit zu geben. Und dazu üben wir das wie folgt. Wir gehen in eine Stretta-Position, vielleicht erstmal Porta di Ferro Stretta. Und von hier aus schlagen wir ein Roverso Tondo, strecken uns. Und direkt danach ein Roverso Tramazzone. So üben wir gleich nochmal was von letzter Woche. Also, Porta di Ferro Stretta, Roverso Tondo, Roverso Tramazzone. Wieder rüber gehen. Roverso Tondo, Roverso Tramazzone. Das erste ist die Riposte im Prinzip und das zweite ist das Zurückweichen und Decken. Das heißt, wir können das verbinden, den Tondo mit einem Schritt nach vorne und die Tramazzone mit einem Schritt zurück. Das gleiche geht natürlich auch von unserer rechten Seite. Wenn wir in Coda Longa Stretta sind, also wir haben da was hierhin abgewehrt, dann können wir jetzt ein Mandritto Tondo schlagen und direkt ein Mandritto oder Dritto Tramazzone hinterher. Tondo, Tramazzone. Und mit Fußarbeit, ja, hier abgewehrt. Tondo, schön maximale Reichweite und abwehren wieder die Stretta-Position, um sich zu decken. Ja, abwehren, Gegenangriff und wieder Stretta-Position. Ja, das hat einfach den Vorteil, dass wenn wir uns hier schon aufmachen, ne, wir gehen ja absichtlich von dem Schwert weg, dass wir dann wenigstens unsere Chance maximieren, den Gegner auch tatsächlich zu verwunden und quasi über die Bedrohung unsere eigene Sicherheit schaffen, weil er damit etwas tun muss. Ja. Und dann natürlich durch die Schnelligkeit hier von Tondo und Tramazzone auch uns selber wieder zügig in Sicherheit begeben können. Gut, und der dritte Drill ist ein Ausweichendrill. Und zwar im Prinzip weichen wir jetzt den Dritti und Roversi aus, wenn sie auf unseren Schwert gerichtet sind. Und das machen wir, indem wir Ridoppi schlagen. Dazu fangen wir einfach mal an. Hier wieder in einer Stretta-Position, Porta di Ferro Stretta, schlagen ein Mandritto Ridoppio in Guardia del Licorno und stechen von hier oben jetzt wieder nach unten in die Stretta-Position, Porta di Ferro Stretta. Also, Roverso Ridoppio, Imbroccata. Und dann sind wir genau wieder da. Roverso Ridoppio, Imbroccata. Und noch einmal. Und vielleicht noch einmal ganz klein. Ja, wir können das natürlich auch, natürlich man könnte es auch direkt einfach hochziehen, aber kleine Kreisbewegung und zack. Ja, es kann also ein Schlag sein natürlich, dieser Ridoppio. Es kann aber auch einfach ein kleines Ausweichen mit dem Schwert sein. Von der anderen Seite gleiches Spiel. Scuola Longa Stretta starten wir. Machen ein Mandritto Ridoppio und stechen ein Punta Reversa. Landen wieder in Scuola Longa Stretta. Mandritto Ridoppio, Scuola Longa Stretta. Zack, Punta Reversa. Und das geht ganz klein, zack und direkt zurück. Ja, und im Prinzip weichen wir hier, wenn der Gegner unsere Klinge weghauen will, weichen wir dem aus. Ja, kommt die Klinge von hier und will danach weghauen, weichen wir hier aus. Das Schwert ist da. Wir stechen und decken uns. Kommt die Klinge von da und will uns hier hin weghauen, weichen wir hier aus. Schwert ist da. Stechen und wir geben uns direkt wieder in Position. Ja, also wenn hier kommt, zack, zack, Stich kommt, zack und direkt wieder decken. Ja, wir tauchen so quasi drunter hindurch. Und mit dem Imbroccata oder Punta Reversa greifen wir direkt in diese Lücke an. Der Schlag ist harmlos an uns vorbeigegangen, weil er zielte ja auf unser Schwert. Das ist also ein Tempo, um gegen anzugreifen. Gut, also interaktiver Drill. Ihr sucht euch eine dieser Übungen aus und ich gebe euch jetzt Mandritti und Roversi und ihr reagiert entsprechend. Auf geht's! Und ich werde mal halbe Heu machen, ich werde mal Colpo interi machen, also ganze Heu. Und ihr versucht entsprechend darauf zu reagieren.
Genau, das macht gar keinen Unterschied, ob ich hier ein Fendente, ein Squalimbo oder vielleicht sogar einen Tonno schlage. Eure Abwehr ist eigentlich immer die gleiche. Das soll es für heute gewesen sein. Nehmt die Übung, den interaktiven Drill von gerade ruhig direkt nochmal. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch immer eine der anderen Übungen nochmal zu Hilfe nehmen. Wir haben jetzt ganz viele interaktive Drills schon aufgenommen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns gesund und munter nächste Woche zu Lektion 7 wieder.